there are people who have died during the protests, and we haven't seen the individuals who are guilty being arrested, being prosecuted. We're still seeing policemen on the streets with guns. Mein Name ist Fanny Fatschau, ich bin Afrika-Korrespondentin für die Deutsche Welle, zuständig für Westafrika. Unser Studio befindet sich hier in Lagos, in der sogenannten Commercial Capital, also das wirtschaftliche Zentrum Nigerias. Die Situation heute ist sehr, sehr unübersichtlich. Das hat unter anderem damit zu tun, was am Dienstag passiert ist. Es gab hier Proteste, ganz unweit von unserem Studio entfernt, etwa 1 Kilometer. Wir waren bei diesen Protesten dabei, die sehr friedlich angefangen haben. Aber plötzlich hat sich die Dynamik geändert. Plötzlich fielen Schüsse und nicht ein oder zwei Schüsse, sondern 15 Minuten lang wurde geschossen. Wir wissen heute mit 100%iger Sicherheit, dass es die nigerianische Armee war, die dafür zuständig war. Und es führte dazu, dass Leute chaotisch in Panik hin und her gerannt sind und ich und mein Kameramann, wir haben versucht, Schutz zu suchen. Wir kauerten mehr oder weniger eine Stunde lang auf dem Boden, versuchten aber dabei natürlich trotzdem zu drehen, um festzuhalten, was passiert. Please tell people, please tell people. People are having to run, they're shooting at them at the Lekki Toll Gate. Please tell social media. Das ursprüngliche Ziel dieser Demonstration war, eine Polizeieinheit aufzulösen, die 1992 eigentlich deswegen ins Leben gerufen wurde, um die Kriminalität in irgendeiner Form, um der Kriminalität Herr zu werden in diesem Land. Das Problem ist allerdings, dass diese Einheit namens SARS ihre Macht ausgenutzt hat, Menschen nicht nur ermordet hat, sagen Menschenrechtsaktivisten. Das ursprüngliche Ziel war also, diese Einheit SARS aufzulösen. Aufgelöst wurde diese Unit, aber jetzt wurde eine andere Einheit namens SWAT ins Leben gerufen. They announced a new battalion of rogues every year since what 2018, 2017. They are just all they do is rebrand, give them new uniforms, call them a different name. It's still the same people in these police forces. Ich habe heute Morgen mit einem der Organisatoren dieser Proteste telefoniert. Er sagte, es wird weiter demonstriert, solange die Forderungen nicht erfüllt werden. Und die neueste Forderung ist ja, dass alle zur Rechenschaft gezogen werden, die für die Toten und Verletzten am Dienstag verantwortlich sind hier in Lagos. Nach wie vor ist hier in Lagos eine Ausgangssperre. Die wird vermutlich auch bis Sonntag oder vielleicht sogar bis Montag anhalten. Für die nächsten 3 Tage hat der Gouverneur hier in Lagos angekündigt, dass alle staatlichen Institutionen geschlossen werden, bis auf die Institutionen, die für die Sicherheit der Menschen zuständig sind. Und das bringt natürlich viele zum Schmunzeln, da ja die gleichen Institutionen genau die sind, gegen die ja diese Proteste begonnen haben.